Hallo Leute, ich will euch zu einem neuen Fun-Projekt, würde ich mal bezeichnen, vorstellen. Super Mario Bros. 3. Es wird nicht regelmäßig erscheinen. Jedes Mal, wenn ich Lust zu Mario habe, werde ich dieses Video aufnehmen. Es wird also nicht regelmäßig erscheinen wie Pokémon Flora Sky oder des Ähnlichen. Und ich habe jetzt so richtig Lust auf Mario entwickelt irgendwie. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, spielen wir es einfach mal. Weil ich das Spiel doch irgendwie ziemlich amüsant fand, muss ich sagen. Und auch hier gefällt mir die Grafik sehr. Für GBA finde ich das eigentlich schon sehr gut. Und dann habe ich mir auch... Da habe ich gedacht, komm, zocken wir es einfach mal. Stirb und stirb. Gut, der Anfang ist im Moment nicht schwer, ist eigentlich klar. Das sollte ich auch eigentlich schaffen, gerade noch so. Ja, ich sollte es schaffen. Ich bleib weiterhin dabei. Ja, ich schaff's. Kein Problem, ich schaff das. Nein! Oh, Mama Mia! Oh, ey, das ist so ein Anfängerfehler. Wie peinlich. Wie peinlich war das denn gerade? Absoluter Anfängerfehler. No go. Okay. Ich mache jetzt durchgehend. Ohne viel Rumgespiele. Ich will dieses Level schnell hinter mir haben. Lol. What the fuck? Ich will dieses Ding hier. Was wollt ihr von mir? Und kill. Und dahin. Und zack. Und von dem ein bisschen. Und hier. Und drücken, 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 damit man länger in der Luft bleiben kann. Das war auch wieder knapp. Nein, du fällst diesmal nicht darauf rein, Mario. Das lasse ich nicht zu. Auch wie immer haben wir in jedem Level ein Zeitlimit. Das wird uns wohl leider nicht verrechnet, aber nicht schlimm. Wir haben das erste Level bestanden und nun kommt schon das zweite. Wie gesagt, das Spiel fand ich immer ganz lustig und habe ich mir gedacht, komm, spielen wir es mal. Und ich hoffe, Mario stellt sich gut an. Das tut auch bereits, muss ich sagen. Nein, tut er doch nicht. Ich will da hoch. Ihr Wichser! Nein! Nein, ich will da hoch. Da ist was, ich weiß es. Ja, gut. Ja, das ist just what I needed, da hast du recht. Absolut. Und schön chillig bleibt Mario. Schön chillig. Ja. Schön chillig bleiben auf jeden Fall. Und ja, jetzt hat gerade Zocki angeantwortet und hat mir gerade den Save geschickt. Moment! Leute, ja. Oh, Leute, Leute, Leute. Zocki, Zocki, Zocki. Ich sag dazu mal nichts. Wir machen mal weiter mit diesem Let's Play auf jeden Fall. Und wir sind, wie gesagt, im Schloss. Ich habe jetzt mal die anderen zwei Levels überspringen, weil die nicht vonnöten sind. Ich gestalte grundsätzlich meine Let's Plays so, alles, was nicht vonnöten ist, mache ich auch nicht. Hier müssen wir vorsichtig sein. Mit dem Schweif hätten wir jetzt nicht schlagen können. Komm schon. Geh schneller hoch. Klein Mario hat Angst. Lalalala. Gut. Und hier ist unser erster Boss. Will aber oben bleiben. Okay, wir müssen runter. Sonst wird es nichts. Weg von ihm. Und noch einmal draufhauen. Und noch einmal. Wir haben ihn besiegt. Freudentanz. Yeah. Mario, dein Bierbauch hat uns alle gerettet. Level clear. Gut, wir haben auch ein Schloss gleichzeitig geknackt. Und ja, wir wollen hier an diesem Punkt speichern. Und weiter geht's.
Ach ja. Gut, wie gesagt, Zocki hat mir jetzt gerade den Save geschickt von Pokémon Saphir. Und so wie es aussieht, werde ich den heute auch wahrscheinlich noch aufnehmen. Und morgen kommt dann erst gegen Nachmittags wieder ein Video. Und ich denke, kurz bevor ich in meinen Betrieb gehe, werde ich das Video hochladen. Und dann werde ich wahrscheinlich meinen PC anlassen müssen. Ach du großer Gott, wir haben das Level ja schon wieder durch. Na bravo! Gut, im Moment ist es nicht wirklich schwer, aber wir haben ein Up bekommen, wenigstens etwas. Und nun zu unserer guten Ebene 6. Wirkt schon hier etwas schwerer. Und mir ist eins aufgefallen, die Roten, die... Ja, die drehen um, wenn sie an eine Kante kommen, die Grünen würden weiterlaufen. Ich denke, das Level ist wieder nicht wirklich schwer. Lucky me. Komm schon, hau mit deinem Schwanz drauf. Yeah, okay. Eigentlich war das jetzt voll unnötig, aber... wen juckt's, das muss es sein. Und... also wirklich schwer ist die Sache hier nicht. Und, oh, jetzt habe ich schon gedacht, wir können mal ausnahmsweise treffen. Und wir haben das Level ebenfalls wieder geschafft. Bisher kein Game Over. Aber das wird sich spätestens jetzt ändern bei diesem Typen hier. Ich habe solche Angst vor Hammerbrüdern, die sind so brutal. Schnell, töten, töten! Fuck, du hast mir mein Item geklaut, du Wichser. Und dann hast du mich... wisst ihr jetzt, warum ich diese Hammerbrüder hasse? Der hat mir jetzt 2 Stufen geklaut. Oh, it's terrible! The king has been transformed! Please, find the magic wand so we can change him back! Wir haben einen Befehl bekommen und plötzlich erscheint aus heiterem Himmel ein Luftschiff, auf das wir komischerweise steigen müssen. Und das wird hier jetzt schon wesentlich schwerer. Das wird fast 5-mal so schwer wie vorher. Ich versuche hier einfach mal ganz geschickt auszuweichen. Hier runter und dann hier drüber. Wir sind hier erstmal, glaube ich, sicher. Und jetzt hier ist ein Fragezeichen. Ja. Ich bin ein Pilz. Ich bin ein Pilz. Und wir haben hier einen Sidescroller. Unser typisches Klischee in diesem Game. Diesen kleinen. Okay, haben wir eine Chance, Leute? Werden wir eine Chance haben? Ausweichen. Und er hüpft immer noch. Und wieder ausweichen. Und noch einmal. Okay, er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Und jetzt nehmen wir ganz vorsichtig den Magic Step. Den Band. Gut gemacht, Mario. Und wir haben das Level auch gecleared. Problemlos. Und nun fallen wir von 10.000 Kilometer hinunter auf die Erde. Und aus heiterem Himmel überlebt das auch Mario. Wow. Oh, splendid, splendid. I'm back to my old myself again. Thank you so much. Here's a letter from the princess. Oh, ein Letter von unserer Prinzessin. Greetings, if you see any ghosts, be careful. They'll give you chase if you turn away. I have enclosed a jewel that helps protect you, Princess Toadstool. Richtig, sie heißt normal im Englischen Toadstool, aber komischerweise haben sie da den Namen Peach genommen. Frag mich nicht warum. Und wir sind auch schon in Welt 2. Und das innerhalb von einem Part und wir sind auch nicht K.O. gegangen. Oh, ich nehme alles zurück, Leute. Wir sind K.O. gegangen durch ein saudummes Missverständnis. Blöde Panne. Ich will jetzt nicht Game Over gehen. Kann auch einen Drehsprung machen? Nein, kann er nicht. Nein. Oh, ich habe die Dinger schon in der NES-Zeit gehasst. Ganz ehrlich. Ich habe diese Teile so gehasst. Ja, wegen diesem Scheißdreck. Ey, fickt euch! Ich habe doch noch geblinkt! Wieso habt ihr noch getroffen? Okay,
ihr Motherfucker. Ihr habt's nicht anders gewollt. Genau. Nein. Layback. No. Power-up kommt. Nein. Nein. Ah, da haben wir's ja. Genau. So, ihr Motherfucker. Jetzt mache ich euch fertig, ihr Schlamm. Schnell rennen! Mach die Schlampe fertig. Okay, gut. Und da ist noch ein Stern! Yes! Scheiße! Und verhunzt. Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Verhunzt! Ich hätte es nicht unterschätzen dürfen. Das ist der größte Fehler, den ich je gemacht habe. Verdammten Gegner unterschätzen. Du Wichser! Ich will meinen Pilz. Okay, dankeschön. Und tot und tot und tot und. Oh mein Gott. Und tot. Und du sollst auf ewig sterben. Ja, ja. Lass mich um. Ich hole euch beide gleichzeitig. What the fuck? Wieso? Take that, you motherfucker, and take that. Okay, reiß dich am Riemen schon um. Reiß dich am Riemen. Reiß dich am Riemen. What the fuck? Fuck. Dafür holen wir dich und dich noch nicht. Ja, okay, wir kommen hier nicht weiter, wie ich das sehe. Und hoppla. Und hier ist ein Up. Lucky me. Hä, wie komme ich da hoch? Aha, nennen wir das Cheaten? Nein, wir nennen das Fairplay. Level cleared! Und wir haben noch kein Game Over. Das will ich mit jedem Punkt vermeiden. Und diese Boomerang-Typen, neben allem, was ich hasse, neben der Sonne, neben allem, was ich wirklich hasse, sind das nebendran auch meine Hassfeinde. Wow, war das jetzt schwer. Oh mein Gott. Ich bin ja so beeindruckt, wie schwer das war. Oh Gott, ein psychischer Schock. Wir könnten es noch in dieses, wenigstens dieses Castle noch fertig machen und dann möchte ich auch den ersten Port gleich beenden. Unglaublich, das ist gerade mal der erste Port und ich bin schon relativ weit gekommen. Und ich bin schon relativ weit gekommen, habe ich bereits gesagt. Und das sind die bösen, bösen Geister, wovon es Peach gewarnt hat. Die haben auch endlich die Stimmen von den Boos. Und ja, das sollte nicht so einfach sein. Lass mich in Ruhe. Okay, hier rennen wir durch. Schnell, renn, Schlampe! Hä? Wie bin ich hier? Hä? Was hat mich jetzt eigentlich genau verletzt? Komm schon, rein da! Und
Und wir haben schon wieder so einen Typen. War da was Neues drauf? Nein, noch immer nicht. Er ist nur schneller geworden. Und wir haben ihn wieder besiegt. Ja, 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 ja. Dann ne. Kann sein, dass ich irgendwie immer bei 2, 3, 1 aufhöre. Und wir haben es Gott sei Dank geschafft. Wir werden hier speichern. Und nebenbei beende ich auch gleichzeitig den neuen Part. Also, ich spiele dieses Spiel nur gelegentlich, daher es wird nur unregelmäßig erscheinen. Und Pokémon hat Vorrang, genauso wie The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wenn ich wirklich mal Bock habe und Lust und keine Ahnung, was ich zocken soll, dann wird dieses Spiel auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Wir sehen uns dann im nächsten Part bei dem Let's Fun. Ich nenne es mal Let's Fun. Super Mario World 3. Ciao.